Nicht nur den Steuersündern wollen unsere Politiker an den Kragen, sondern auch den Bonussündern, also Managern, die sich gern mal eine Extrawurst genehmigen. Bundespräsident Horte Köhler hat sie nämlich diese Woche strengstens ermahnt. Uiuiui, da kriegen unsere Manager aber Angst. Aber sie wissen genau, unsere deutschen Politiker bellen, beißen aber nicht. Ganz im Gegensatz zu diesem Obama, der jetzt sogar eine 90-prozentige Steuer auf Managerboni einführen will. Aber nicht hier. Deutschland bleibt weiterhin Bonusparadies. Und wie einfach man sich so einen Managerbonus verdient, das erklärt uns jetzt mal die Sendung mit dem Klaus. Ach und Krachgeschichten. Heute Managerbonus. Die denkt sich, ich glaube, es geht los. Die baden gerne im Fluss. Das ist ein Managerbonus. Kennt ihr nicht? Macht nix, erkläre ich euch. Früher hatten Manager es noch ganz schwer. Da mussten die noch richtig arbeiten für ihr Geld. Wenn es dem Unternehmen mal gut ging, gab's vom Chef einen Bonus. Lecker Hähnchenbonus. Und wenn es dem Unternehmen mal nicht so gut ging, kennt ihr ja. Heute ist Manager sein viel einfacher. Statt ein König gibt's jetzt einen Aufsichtsrat. Und das sind Leute wie du und du. Wird es dem Manager mal langweilig, setzt er sich einfach mal in den Aufsichtsrat. Voll praktisch. Kann man sich den Bonus jetzt selber ausdenken. Statt zwei halber Hahn gibt's jetzt zwei halbe Millionen. Bleibt ja unter uns. So, nebenbei gemacht, was Manager so macht. Also, das Firmenvermögen auf dem Rücken der Angestellten verzocken. Freut sich Immobilien-Luigi. Oh weia, musst du aber keine Angst haben, dass es dir an den Kragen geht. Nee, viel besser. Gibt's vom Vorstand einen dicken Bonus für den Totalversager des Jahres. Super. Moment, wo kommt das Geld für den nächsten Bonus her, wenn die Firma pleite ist? Na klar, von Papa Staat. Und woher kriegt ihr das Geld? Genau, vom Steuerzahler. So, her mit dem Geld, du Schwein. Super, sagt der Manager. Firma pleite, aber Bonus gesichert. Und was sagt das Manager-Gewissen dazu? Gar nichts. Das wird ja morgens immer beim Pförtner abgegeben. Sonst geht es ihm noch ganz schlecht. Und nächste Woche? Einsichtige Manager geben ihren Bonus zurück. Freiwillig natürlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.